Hi YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe heute mal meine Community gefragt, ob sie nicht Lust hätten, mir ihre besten und lustigsten Geschäftsideen zu schicken. Das Ganze war absolut katastrophal. Nenn Präsentation Rakuten in Minecraft. Rakuten sind Chance. Ich meine Chance. Bro, das Video war so kurz, ich hatte nicht mal die Chance, in Vollbildmodus zu gehen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, das ist meine Business-Idee. Es ist eine Toilette, in der Yoda drinne fehlt. Was? Also eine Toilette aus Yoda und Toilette. Wenn man dann, also hier ist nochmal Yoda, der chillt da dann halt immer. Okay, was macht er dann? Dann kommt Yoda und schneidet sie durch mit seinem Laserschwert und bekämpft die Scheiße und zerlasert sie. Ey Leute, wirklich. Und dann ist die Toilette wieder, also sauber. Ich hoffe, ich konnte dich überzeugen mit meiner Idee. Bruder, was zum Fick ist das? Das nächste Startup präsentiert eine Weltsensation. In Amerika werden täglich hunderte neue Formate entwickelt. Somit wäre es ja eine komplette Verschwendung, diesen Content nicht einfach eins zu eins zu übersetzen, nur als neu zu verkaufen. Ja, true. Warum macht das noch niemand? Wait, what? Hat er das animiert? Holy shit! Bro, er hat Höhle der Löwen einfach animiert. Content GPT. Beliebtes neues Format aus Amerika. Soll ich euch ein Geheimnis erzählen? Ich hab actually bei ChatGPT schon eingegeben, dass ChatGPT mir 5 Formate ausgeben soll, die sich am Channel von Ludwig orientieren. Es hat leider nicht funktioniert, deswegen mache ich weiterhin TikTok-Reacts und was auch immer das hier ist. ChatGPT kann es nicht. Also Content-GPT wäre geil. Ich habe ein Format gefunden, das für dich kein Aufwand ist, da die Zuschauer alles machen müssen und du nur über das Ergebnis lachen musst. Lade Ranking Your Curse Presentations. Ja, wie soll ich sagen? Entschuldige bitte diesen Fehler. Der Content bleibt 1:1 gleich, es wird nur das Gesicht ersetzt. Too real, ist so. Gibt es was in die Dating-Richtung? So viele Frauen kenne ich nicht, was könnte ich da machen? Ein weiteres Format der Randknaben nennt sich Sidemen Tinder in Real Life. Für dieses Format brauchst du einfach nur 5 bis 6 Freunde und 1-2 Gäste. No joke. Der letzte Satz beschreibt jedes Revinstein-Video. Um es als eigenes Format zu verkaufen, beschränke das Budget auf ca. 10 bis 12 Euro. Good one, good one, good one. Das war ein sehr, 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 sehr gutes, Mann. Not gonna lie. So, fangen wir einfach mal an. Meine Business-Idee wäre es, in CSGO-Kisten zu investieren, aber nicht so wie der Mainstream das macht und sondern einfach ganz viele davon kaufen und dann später wieder verkaufen, sondern tatsächlich sich Schlüssel zu kaufen und die alle einfach aufzuhebeln. Genial, holy shit, wie fucking smart. Danke für eure Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal, investiert in CSGO. Tschö. Kurzer Disclaimer, investiert nicht in CSGO, es ist super stupid, alright? Super dumm. Hallo und willkommen zu meiner Präsentation. Heute werde ich euch die beste Business-Idee vorstellen, und zwar die Tiere Finanzberatung für kaputte Tastaturen. So, jetzt kommen wir erstmal zu den generellen Fakten. Warum ist da nicht so ein Hugo? Die Wahrscheinlichkeit, damit erfolgreich zu werden, liegt bei 100% und die Gründung des Business war heute. Jetzt fragt man sich bestimmt, was die Idee so besonders macht. Tatsächlich ist das die Idee. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was? Aber die Antwort ist, deine Hose ist nass. Oh man, der average Hugo-Zuschauer, Bro. So, jetzt kommen wir noch, wie die Idee funktioniert. Tatsächlich steht das hier. Bitte einfach das Video pausieren oder so. Bruder, ich werde es nicht lesen, ist mir scheißegal, um echt zu sein. Und zwar, Kunden bringen kaputte Tastaturen und werden von faulen Tieren empfangen. Hier seht ihr ein paar faule Tiere. Die faulen Tiere fungieren als Finanzexperten. Ich habe keine Ahnung, was fungieren bedeutet. Die geben den Kunden Tipps zur finanziellen Gesundheit und werden der Wartezeit können die Kunden scheiße, Schokolade Digga. Genießen. Wir machen dieses Format nie wieder. Das war scheiße. Das war's nicht, Bro. Oh, wir haben noch ein qualitativ hochwertiges Video, glaube ich. Hallo, Dimitri und Chat.
Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch... Ich heiße nicht Dimitri, auch wenn aus irgendeinem Grund ChatGPT euch das erzählen möchte. Mein Name ist Kevin, okay? Ich habe mir das nicht für Content ausgedacht, ich heiße wirklich so. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch Brettspiele spielt. Aber naja, interessiert wahrscheinlich immer noch mehr Viewer als TOTK. Ja, geht auf meine Zelda-Streams, Bro. Meine Zelda-Streams waren in den letzten 90 Tagen die Streams mit den wenigsten Views, Bro. Das ist wirklich insane. Ich hätte seit 2 Jahren ein eigenes Brettspiel entwickelt und es heißt nun... Fünftental! CS2, Jedi Survivor, Minecraft Hunger Games und GTA 6 können einpacken gegenüber... Fünftental! Deine persönliche Armee und erweitere dein Territorium in... Fünftental! Überfalle gegnerische Kanzler und ficke sie richtig hart. Nice. Man kann Informationen angreifen. Aktiviere das Katapult. Und schleudere deine Truppen in den Kampf. Fünftental! Habe ich euch überzeugt? Geht so. Wir bieten 18,7% der Firmenanteile für nur... Fünftental! Grußbilder bitte per DM. Ich sag ehrlich, sah aus wie eine gerippte Version von Siedler von Katan, aber ansonsten geiles Brettspiel, Doc. Danke für die Einsendung. Was haben wir hier? Louis Engineering. Ich meine, er hat Engineering in seinem Namen. Also, ich glaube, er kommt echt schon mit einer guten Erfindung um die Ecke. Hallo Kevin, hallo Chat. Meine erste Erfindung ist ein Schlitten mit einer Raupe drunter, mit dem man einfach den Berg wieder hochfahren kann. Bro! No joke, sick! Das sind günstig für den Privat-User. Ich hab's auch mal gebaut, damit ihr euch vorstellen könnt, wie das funktionieren soll. Wie du siehst, diese andere Person im Video ist ganz schockiert, dass sie einfach noch in der Vergangenheit lebt und ihren Schlitten selber den Berg hochziehen muss. Wenn man so angekommen ist, kann man einfach diese Raupe hochklappen und dann mit dem Schlitten ganz normal den Schlittenhang wieder runterfahren. Eine sommerliche Erfindung für dich, und zwar ein kleines Boot, was man vorne an das Schlauchboot dran binden kann und was einen dann über den See zieht, damit man nicht mehr paddellos geht. Genial! Genial! Wie du siehst, richten sich meine Erfindungen eher an faule Leute, die sich nicht bewegen wollen. Deswegen denke ich... Perfekt für meinen Stream. Ich wärst du als Investor ein gutes Match. Ja, okay, danke, Doc. Ich bin Mick, der CEO von Next Level Breathing. Und heute stelle ich euch unser Startup vor. Und ihr fragt euch bestimmt, was ist eigentlich Next Level Breathing? Ich frage mich das, ja. Next Level Breathing ist euer vertrauenswürdiger Ansprechpartner für Asthma-Atemgeräte. Natürlich fragt ihr euch auch, es gibt doch schon Asthma-Atemgeräte. Ja, gibt's schon, genau. Was ist denn so krass? Ja, was ist krasser dran? Start-up? Natürlich unser neuestes Produkt. Boah! Die Aspa. Boah! Mit der Aspa müsst ihr euch nie wieder mit langweiligem Atmen quälen. Boah, genial. Asthma-Geräte mit Geschmack. Verschiedenen Geschmacksrichtungen. Wie zum Beispiel Wassermelone, Red Bull und für die ganz Komischen unter euch sogar Schmelzkäse. Und wir alle wissen, langweiliges Atmen ist voll Digga, doof, weil wirklich, dann wären wir... Dieser Schmelzkäse-Gag geht mir ja schon so krank auf die Eier. Tot würden wir nicht atmen und das wäre nicht so cool, glaube ich. True, ja, wir werden sterben, wäre nicht so cool. Danke für eure Aufmerksamkeit und tschüss. Ey, no joke, an dem Punkt, wo er meinte, wenn wir es nicht benutzen, sterben wir alle, da hatte er mich gehabt. Geiles Produkt, Cem Cem, mega nice. Vielen Dank. Wie findet man am besten Freunde? Friends for Funds. Wait, what? Du suchst Freunde? Geht. Friends for Funds. Friends for Funds. Friends for Funds ist die beste Möglichkeit, um aus deinem langweiligen Leben ein brandneues Abenteuer zu machen. Für kleines Geld gibt's bei uns große Freundschaft. Friends for Funds macht alles möglich. Unsere große Auswahl an bestmöglichen Freunden versichert dir jederzeit aus einem einsamen... Wait, das ist einfach eine Website, wo man sich Freunde kaufen kann? ...tag einen Zweisamtag zu machen. Willst deine Freunde machen bei allem mit. Egal ob Sport, Spiele, Hobbys... oder Bier trinken. Kurze Frage, was genau ging bei dem PC ab, Bro, holy shit. Hobbies. Come on. Und weg das Scheißding, Bro. Ein Bier auf der Parkbank. Wer würde da nein sagen? Wir von Friends for Funds leisten dir bei allem Gesellschaft. Das alles für nur schlappe 50 Euro. Oh, good deal. Jetzt deine Freunde sind Gold wert. Wortwörtlich. Also nimm dein Bargeld und fang an. Friends for Funds. Boah, der Übergang! Holy shit, der Übergang! Boah. Friends for Funds hat mein Leben verändert. Diese Freundschaft ist mir jeden Cent. Geiles Mikrofon, Bro. No joke. Der gute alte eine AirPod. Mir jeden Cent wert. Friends for Funds. Freunde sind bezahlbar.
Ah, das war stark. Gute Einsendung, Bro. Gute Einsendung, no joke. Die nächste Idee hat keinen Link, sondern einfach nur einen Text. Da kam hier von Markus die Idee rein. Tauben verkaufen. Ey, Markus. Geiler Call, Dog. Danke für die Einsendung. Okay, wir kommen zu Marek. Oh nein, Marek ist der 1994-Guy. Es geht wieder los. Kennt ihr das, wenn sich euer kleiner Rätsmann sehr lustig anfühlt? Aber niemand will euren kleinen Rätsmann haben. Oh, ich habe die Lösung. Feels bad, man. Die Papa Pocket Pussy. Ist ein bisschen groß, Bro. Was braucht man für eine Papa Pocket Pussy? Man braucht einen Eimer. Man braucht zwei Teller, weil Kevin Teller. Man braucht eine Decke. Dem Mann geht's gar nicht gut, Leute. Wir müssen ihn da rausholen. Und Depressionen. Okay, Bro. Wie baut man eine Papa Pocket Pussy? Man braucht zuerst den Eimer und stellt ihn hin. Dann legt man die zwei Teller so rein. Und um euren Papa hab alles, Bro. Bro. Am Ende kommt der Müllbeutel oder Tüte darüber. Wir wollen ja aber unseren kleinen Papa Pimmelwutz nicht beschädigen. Deswegen brauchen wir noch eine gleitende Flüssigkeit. Bro, wait, er hat das wirklich gebaut, oder? Jetzt zeige ich euch live, wie man die benutzt. Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist eine Papa Pocket Pussy. Sie ist gut für... Oh nein, oh nein. Was passiert jetzt? Bro, what the fuck? Alright, alright. Auf der einen Seite bin ich froh, dass wir nicht gesehen haben, wie er die Pocket Pussy benutzt. Auf der anderen Seite ist Marek vermutlich jetzt tot. Aber naja, bisschen Schwund ist immer. Kommen wir zur nächsten Präsentation. Toaster 2.0, oh. Hallo Chat, hallo Kevin. Heute präsentiere ich euch meine Erfindung, und zwar den Toaster 2.0. Pog. Idee, und zwar der Toaster 2.0 ist folgendes. Hier rechts seht ihr auch den Toaster 2.0. Der ist sogar ein Rabattgrad. Cool. Der Preis liegt hierbei zwischen 60 Euro und 43.000. Der Grund hierfür ist, da der Preis schwanken kann, weil eben Modell auswählbar ist. Okay. Was ist besonders an dem Toaster? Ja, er ist wasserfest. Das war's, glaube ich, auch. Was sind die Vorteile? Erstens, stell dir vor, ihr habt einen Toast und es fällt ins Wasser. Da könnt ihr es rausholen und dann trotzdem noch toasten. Warum sollte mein gottverdammtes Toast nass werden? Zweiter Vorteil. Matschiges Toasten möglich. Digga. Oh, too real. Too real, Bro. Too real. Ja. Auch wo das Toast. Kann leider nicht toasten. Bro. Kurz, kleiner Sidefact hier mit eingeschmuggelt. Ja. Kevin, keine Ahnung von Elektronik habt, erkläre ich es euch ganz kurz. Und zwar ist es ein Toaster. Da habt ihr auch ein Kabel. Und da habt ihr auch einen Toaster. Und was ich mache, ich schneide auch das Kabel ab. Genial. Holy shit. Wie ist da noch niemand vorher drauf gekommen? Danke fürs Zuhören. Habt ihr noch Fragen? Nein. PS, wer Platin so ein Süßer schreibt, hat einen kleinen... Bro, ich habe keine Ahnung, was dieses Meme auf TikTok ist, aber alle schreiben das. Ich sag ehrlich, wie ist da keiner vorher drauf gekommen? Geniale Erfindung. Ich bin Sebi. Was geht, Sebi? Und ich habe eine geniale Idee. Springen wir direkt in PowerPoint, in Paint, und dort male ich euch meine geniale Idee auf. Ja, juhu, yippie, los geht's. Das sind wir auch schon. Ihm geht's gar nicht gut, Bro. Der komische Kopf. Bruder, hast du jetzt einmal 2 Minuten auf Paint gemalt? Oh nein, die Zeit ist schon vorbei. Tut mir leid. Wir sehen uns mal. Tschüss. Was? 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 Ist das scheiße. Felix, danke für die Einsendung. Hier steht kein Name dazu. Oh mein Gott, hier steht ein Name dazu. Am Ende des Links steht Channel Wilbo. Oh Gott, Wilbo hat was selber eingesendet. Haha, schau dir diesen Goofy-Typen an. Der spielt mit Standard-Skins. Haha, du Pussy. Und ich meine nicht das Pattern. Ach, 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 was ein Versager, Arnu hieß. Hier, so sieht dein guter Skin aus. Keine Sorge, mein Kind. Ich werde dich retten. Oh!
Rent a Skin. Ich glaube tatsächlich, das gibt's schon, dass man sich CSGO-Skins mieten kann. Bei den stetig steigenden Preisen von Skins kann sich bald niemand mehr Skins leisten. Und da kommen wir ans Spiel. Flex mit einer Dragonlore, obwohl du dir nicht mal mehr deine Miete leisten kannst. Nice! Wir machen's möglich. CS6. Würde es nicht C6 heißen und nicht C6? Weil da ist ja nur ein S. Also nur mal so rein hypothetisch gefragt jetzt, Bilbo. Let's talk business. Lass uns direkt über das wichtigste Thema reden. Warum blendet jeder ein gottverdammtes Subway-Surfer-Gameplay ein? Ich kann mich auch so auf die Präsi konzentrieren, Bro. Er leiht von uns Skins. Es wäre nämlich ziemlich dumm, ein Produkt auf den Markt zu bringen, was niemand nutzen will. Unsere Zielgruppe ist... die Hype-App. Leute, die reich wirken wollen... Obwohl sie es gar nicht sind. Zu unserem Glück ist diese Zielgruppe ziemlich groß. Wir haben also. Die ist actually ziemlich groß, Bro. Das biete ich dir an. 30% der Firma für 100.000 Euro. Das ist kein Prozentzeichen, aber ja. Plus, du holst die Initial-Skins. Cool. Die Skins müsstest du ja nicht kaufen. Du könntest ja einfach ohne besuchen und wenn er nicht hinguckt. Ja. Es würde ihm safe nicht auffallen, Bro. Das ist mein Angebot für dieses extrem gut durchdachte Geschäft. Warte mal, was machen wir, wenn die Leute die Skins einfach behalten? Okay. Bro, Wilbo, ich find's unfassbar geil, dass du bis hier in meinen Channel geschnitten hast. Mega schade, dass unsere Zusammenarbeit leider hier endet. Alright, kommen wir zum nächsten. Ja, tschüss, Herr Kevin. Ja, willkommen zu meiner Präsentation über meine Business-Idee. Digga, wirklich noch einer mit einer gottverdammten Subway-Surfer-Gameplay. Leute, ich guck mir eure Präsentation auch ohne das an. Also, mein Business beruht halt darauf, dass wir viel Geld verlieren. Okay. Und deswegen ist auch hier links. Ey, Faceclam, Bro, let's go! Also, wir nehmen viele Kredite auf bei mehreren Banken und dann kaufen wir die, also die Banken halt. Boah, holy shit, genial! Das heißt, wir brauchen nur 388 Milliarden US-Dollar. Ja, easy. Um halt die Größe aufzukaufen, das ist gar nicht so viel. Nein, das ist gar nichts. Wenn wir die Bank dann halt besitzen, müssen wir das Geld auch nicht wieder zurückzahlen. Bro, einfach von der Bank so einen hohen Kredit aufnehmen, dass man die Bank kaufen kann. Und dann braucht man der Bank, die einem ja dann gehört, den Kredit nicht mehr abzahlen. Wie ist da noch niemand drauf gekommen? Holy shit. Genau. Ja, übergeil. Mega geile Präsi, Bro. Moin, Chat. Moin Kevin, ich will euch heute meine absolut brillante Idee vorstellen. Und zwar, wir kennen es alle, wir sitzen alleine da, weil wir weder Freunde, geschweige denn eine Freundin haben. Und deswegen kommen wir auch direkt zu meiner Idee, der Taschenringman. Es handelt sich dabei nämlich um eine aufblasbare Puppe, welche problemlos gefalten und so in der Hosentasche transportiert werden kann. Bro, ich weiß nicht, ob du mehr Ladies bekommst, wenn du neben dir eine aufblasbare Puppe von einem hässlichen Menschen sitzen hast. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, to be honest. Aber ich habe mal ein Beispielmodell dafür herausgesucht. Das zweite, sie muss innerhalb von kurzer Zeit aufgeblasen werden. Digga, der Gag war so vorhersehbar, Bro. Wir wussten alle, dass der kommen wird. Natürlich habe ich auch schon geplant den Nachfolger. Fangen wir an mit dem ersten, der Revi. Falls ihr noch hässlicher seid. Okay. Natürlich auch für die Frauenquote hier im Chat. Reefed. Und für die ganz aktiven Montana Black. Boah, ich hoffe, shit. Es hat euch gefallen. No joke. Danke für eure Aufmerksamkeit. Sind gute Modelle. Geile Einsendung. Kuss. Komm, Talk 1 für meine Präsentation. Oh Gott. Yo. Hallo. Hi, was geht ab? Hallo. Moin. Hallo. Uflot. Moin. Moin. Also, ich stelle euch heute meine Butterbrotdose vor. Die beinhaltet 30 Kilogramm mit integriertem Sprengkörpersatz, womit ihr eine halbe Stadt in die Luft jagen könnt. Unten rechts seht ihr Subwoofer-Surfers Gameplay, damit Kevin sich nicht langweilt. Dann wollen wir mal anfangen. Das könnt ihr machen, um eure Familie glücklich zu machen. Und... Wait, wo kommt das Klatschen her? What the fuck? Was? Irgendwer hat geklatscht. Bro, oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Ja, Tanofi war eine übel geile Präsentation. Mega geil, vielen Dank. Ey, mega geil, war ein richtig guter Call. Holy shit. Ja, also, meine Idee ist... Tim, du Arsch, wehe, ich werde wieder aussortiert. Bei jedem Format guckt Tim alles durch und sortiert die Dinger, die richtig scheiße sind, einfach aus. Und anscheinend hat's Leo beim letzten Mal getroffen. Zum Tracken von Kalorien
ist übertrieben sinnvoll, wenn alles, was man isst, automatisch getrackt wird und man es nicht so abwiegen muss und so ein Scheiß. Das wäre eine gute Erfindung. Ja, Leo, ich frage mich wirklich, warum du beim letzten Mal aussortiert wurdest. Also Bro, ich habe da echt gar keine Idee gerade, spontan. Geil, Mann. Ey, zum Glück hast du es diesmal geschafft. Die nächste und somit letzte Präsentation, Chat, ist von Hiro Okami. Herzlich willkommen bei meiner genialen Geschäftsidee. Mein Produkt heißt Hugo Stream und ist im Grunde selbstauflösende Kleidung. Das Produkt ist perfekt für Leute, die es nicht mögen, ihre Klamotten zu waschen. Hugo Stream ist Einwegkleidung, die sich nach dem Tragen per Druck auf einen Knopf, auf dem Vanish steht, selbst auflöst. Boah, alle Tim, Junge. Im Knopf befindet sich ein weiterer Knopf, auf dem Säure steht. Beim Drücken dieses Knopfes löst sich die Kleidung mit einer Säuresimulation auf. Der Einstiegspreis von Hugo Stream liegt bei... Bro, was macht der Schweiß bei hier? Ich glaube, Hugo wird investieren. Freunde, alle Produkte waren ein Haufen Scheiße. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Wenn es der Fall ist und ihr noch eine Folge davon sehen wollt, bitte, bitte sagt mir, ihr wollt keine Folge davon sehen, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!